Volland zu Monaco, der Messi-Mumpitz Volume 3 und Innenverteidiger für den BVB, Fragezeichen. Das ist der Ding des Tages. Mein Name ist Nico. Freunde, Freitag, das bedeutet Wochenende vor der Tür. Und los geht's. Auch wenn Bayer 04 Leverkusen Sportchef Rui Völler vor kurzem über die Kai Havertz-Einigung mit Chelsea gesagt hat, das sei absoluter Quatsch, steht der Transfer des Offensiv-Allrounders nach London unmittelbar bevor. Havertz wird zu Chelsea gehen, das gilt mehr oder weniger als sicher. Doch er ist wohl bei Bayer 04 Leverkusen nicht der einzige Offensivspieler, der den Verein noch in diesem Sommer verlassen könnte. Wir wissen ja, Lucas Alario, da gab es einige Interessenten. Nun ist das Ganze wohl umgeschwungen und Kevin Volland steht vor einem Abgang zu Niko Kovac, zu AS Monaco. Nach Informationen der Bild-Zeitung werden die Monegassen 25 Millionen Euro für Volland an Leverkusen überweisen, der damit zum zweitteuersten Abgang der Vereinsgeschichte mutiert, sagt man das so. Zumindest mal so lange, bis Kai Havertz dann wechselt, dann ist er nur noch die Nummer 3. So, und bei Volland liegt es vor allem daran, dass sein Vertrag, der im Sommer 2021 ausläuft, also in 12 Monaten, man ist sich nicht so richtig sicher, ob man ihn verlängern kann. Im Sinne von, man ist sich sicher, dass man nicht verlängern kann, weil man es seit Monaten versucht hat. Wie auch immer, Kevin Volland steht wohl vor einem Transfer zu AS Monaco und das bedeutet, sein alter Ego Zac Efron reist auf Netflix durch die Welt und auch Kevin Volland verreist aus der Bundesliga. Ist das nicht schön? Die Welt ist im Anklang. Anklang. Alter, Zac Efron, die Welt ist im Anklang. Da müssen wir jetzt alle leben, Freunde. Da müssen wir gemeinsam durch. Den lassen wir drin. Manchester City und die City Football Group haben Lionel Messi oder wollen Lionel Messi ein Angebot unterbreiten, das ihn langfristig an City und dann an den New Yorker Fußballclub bindet. Das wissen wir bereits. Allerdings, sie sind scheinbar doch nicht der einzige Kandidat, wenn es um die Verpflichtung geht. Denn A, der FC Barcelona kämpft weiterhin um Lionel Messi und B, PSG ist wohl auch noch im Rennen. Nach Informationen des katalanisch-öffentlich-rechtlichen Senders TV3 soll nämlich der Präsident der Katalanen, Bartomeu, der ja ganz klar einer der Gründe sein soll, warum Messi den Verein verlassen will, soll angeboten haben, dass er zurücktritt, wenn Lionel Messi öffentlich sagt, ja, der Mann ist das Problem. Messi allerdings hat überhaupt gar kein Interesse, überhaupt noch mit irgendjemandem zu reden und will jegliche Kommunikation nur noch über Anwälte stattfinden lassen. Die Chancen auf einen Verbleib scheinen also weiterhin zu schrumpfen. Argentinische Medien allerdings berichten, dass PSG eben doch noch im Rennen sei. Unter anderem soll Neymar sich stark dafür gemacht haben, seinen Freund in Argentinien zu verpflichten. Und vor allem könnte PSG Messi wohl einen Vertrag anbieten, der deutlich lukrativer wäre als das, was er bei Manchester City verdienen würde. Großes Problem, Messi ist von der sportlichen Idee, wieder unter Pep Guardiola zu spielen, so angetan, dass es für alle anderen Kandidaten etwas schwierig sein könnte. Manchester City wartet unterdessen ab, ob Messi seinen Vertrag auflösen kann und er ablösefrei wechseln darf. Aber im Hinterzimmerchen bereiten sie trotzdem ein Transferangebot vor. Und das soll laut Medienberichten 100 Millionen plus den 19-jährigen Innenverteidiger Eric Garcia plus Gabriel Jesus plus Bernardo Silva beinhalten. Antonio Conte hat bei Inter Mailand einen Wunschspieler. Den wollte er bereits im Sommer 19 verpflichten, den wollte er im Winter verpflichten, als er dann Christian Eriksen bekam und den will er auch jetzt noch verpflichten. Und der Mann ist natürlich Mitte 30. Anders läuft es bei Inter Mailand bekanntlich nicht mehr und hört auf den Namen Arturo Vidal. Vidal gilt als einer der Spieler bei Barcelona, die am besten sofort weg sollen. Und die Möglichkeit für den Transfer sieht wohl ähnlich aus wie die bei Alexis Sanchez oder von Alexis Sanchez, als der von United zu Inter kam. Laie, Vertragsauflösung, Festverpflichtung. Bei Arturo Vidal sieht es nun so aus, als könnte er seinen Vertrag mit Barcelona auflösen und sich dann für 2 Jahre Inter Mailand anschließen. Doch damit nicht genug. Es muss ja noch jemanden geben, der ein bisschen älter ist und der hört auf den Namen Alexander Kolarov. Der Mann von der Roma, dessen Vertrag ausgelaufen ist, soll ablösefrei nach Mailand kommen und als Backup in der Dreierkette fungieren. Ein weiterer Spieler von Barcelona, der lange dort gespielt hat und den Verein jetzt verlassen wird, ist Ivan Rakitic. Der steht laut spanischen Medienberichten vor einem Transfer zurück nach Sevilla. Als Ablöse ist irgendwas von 5 bis 10 Millionen Euro im Gespräch. Und für Rakitic würde es bedeuten, dass er deutlich weniger Gehalt bekommt, aber er dürfte wieder Fußball spielen. Gestern drüber geredet, jetzt ist es so gut wie durch. Weston McKennie ist bei Juventus Turin angekommen. Juve streamte gestern seine Ankunft live auf sozialen Medien. Heute Medizincheck und dann höchstwahrscheinlich noch am Nachmittag die Vorstellung. Seit 5,5 Jahren spielt Marcelo Brozovic für Inter Mailand. Der 27-jährige Vizeweltmeister aus Kroatien könnte jetzt allerdings verkauft werden. Inter Mailand ist wohl nicht zufrieden mit dem Privatleben des Spielers. Und
ein deutscher Verein soll ihn auf der Liste haben und das ist der FC Bayern und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Ein spielstarker Sechser, während bei den Bayern Javi Martinez und auch Thiago den Verein höchstwahrscheinlich verlassen werden, bedeutet eine Planstelle im Mittelfeld ist frei und Brozovic, wenn er Inter verlassen soll, dürfte nicht überzogen teuer werden und wäre natürlich ein Spieler, der in meinen Augen ganz gut passen würde beim FC Bayern. Der BVB ist ja mit der Kaderplanung weitestgehend durch, aber man ist wohl noch auf der Suche oder zumindest guckt man sich ein bisschen um, ob man noch einen Innenverteidiger bekommen könnte. Das Ganze kommt natürlich jetzt, da denn Axel Sager mit einer Verletzung erstmal bis auf weiteres ausfällt und man jetzt eigentlich nur noch Hummels und Akanji hat. Klar, man hat auch noch den inzwischen dann doch sehr reifen Lukas Piszczek und auch Emre Can könnte da spielen, aber gelernte Innenverteidiger stehen nicht mehr viele im Kader und deshalb soll der BVB sich nochmal umschauen. Robin Koch, der kommt natürlich dann direkt in den Sinn, der ist ja deutscher Nationalspieler, spielt bei Freiburg und ist ganz klar auf dem Markt zu haben. Doch ob der BVB nochmal zweistellig Millionen investieren will, das bleibt abzuwarten. Das war's für heute, Freunde. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Am Sonntag Sektion Radioverbot mit Kevin Albrecht und Fabs. Wir reden über die Champions League und alles, was so ansteht und haben außerdem ein Gespräch mit einem sehr prominenten Gast. Bis dahin, viel Spaß. Viel Spaß womit? Viel Spaß mit eurem Freitag noch. Macht's gut.